Ja, im Wandel der Zeiten, diese Frisuren, ist ja unglaublich. Und besser geht's nicht, ne? Also für die Zeit das Beste für den also Typ gefunden. In 10 Jahren zeigen dann werden wir beide die Bilder und dann schreien wir. Ja, ne? Genau. Fast 20 Jahre Mittagstand, das ist ja eine unglaublich lange Zeit. Was reizt Sie so an diesem Magazin, dass Sie dabei geblieben sind? Zu den Boulevardmeldungen, wir haben einen bunten Gast in der Sendung. Absolut, in der heutigen Zeit nicht selbstverständlich, dass man so lange so ein Format auch moderieren darf. Oder? Richtig, dass das da stimmt. Dass man gut zusammenarbeitet, dass man sich wechselseitig Ideen gibt. Und das funktioniert, glaube ich, in so eine Moderatorenrolle. Ja. Und bin dann die Mittagsmagazin-Susanne. Sondern ich bin schon eigentlich immer der gleiche Mensch. Wahrscheinlich ist genau die Situation im ZDF wie in der ARD unglaublich bewegende Momente, die man da auch sieht. Haben Sie eine Sport selbst dabei bei den Spielen? Winter oder Sommer? Aktiv? Nee, nein. Als Gast? Als Gast leider auch noch nicht. Aber ich wäre, also jetzt in China wäre ich gern dabei. Oder vielleicht mal als Reporterin, wer weiß. Was sonst noch heute passiert ist bei uns im Norden, das zeigen wir Ihnen jetzt im Überblick. Susanne Konrad, sieht man eigentlich mit dem zweiten wirklich besser oder nur anders? Also ich gucke gerne mit beiden Augen, sagen wir es mal so. Ich finde es auch wichtig, dass man beidäugig guckt. Aber es ist eine tolle Kampagne, muss man sagen. Am Anfang dachte ich, also ich sage jetzt nicht, was ich dachte, aber es funktioniert. Und die Leute wissen es alle und ganz viele machen diese Geste. Und also das finde ich, es funktioniert. Und das Zweite, ich finde das toll, das Programm. Wie man immer noch so beim Ersten. Aber diese lange Vorlaufzeit, um die Sendung vorzukommen zum NDR. Also da sind die Kollegen vor allem im Einsatz und planen das richtig gut vor. Frau, im Ersten, immer mittags, wenn Sie nicht dort sind, kennen Sie sich persönlich? Ja, ich segle ab und zu mit ihm. Also deswegen als nichts mehr zu all den schönen Sachen, vor allem, wenn man so viel eben arbeitet. Wir haben gerade gesagt, wie lange... Und da muss ich schon sagen, wie die Mittagsmagazin hat. Wir haben ja gerade schon jede Menge gelacht, aber es gibt natürlich auch wie in jedem Leben Situationen und Momente, wo einem gar nicht zu lachen zumute ist. Bei Ihnen war das vor 6 Jahren. Da haben Sie nämlich eine sehr bittere Diagnose bekommen, Brustkrebs. Wie war das für Sie? War das überraschend? Hatten Sie gespürt, das kann kommen oder wird kommen? Oder wie war das? Eine überschaubare Situation zu kommen für Brustkrebspatientinnen. Und diese Kampagne hat also verschiedene Projekte, unter anderem eben so eine Informationsveranstaltung, die in verschiedenen Städten stattfindet. Das heißt Deutsche Städte gegen Brustkrebs, wo es richtig viel geballte Informationen, sehr viel kompetente Ratschläge, sehr viel konkrete Hilfsangebote gibt. Und das finde ich toll. Das gab es noch nicht, als ich krank war. Ja. Ich hätte mir das damals gewünscht. Es hätte sehr vieles viel leichter gemacht. Wird es auch gut besucht, diese Veranstaltung? Aber was wir jetzt immer noch nicht wissen, ob es Marsmännchen gibt und ob die grün sind. Also ich glaube, das ist eigentlich die Entscheidung. Ja, glauben Sie an Leben im All? Ich weiß es nicht. Es ist mir immer unheimlich, darüber nachzusinnen. Ich denke, das kann nicht sein, dass wir die Einzigen sind. Aber also ich vertiefe das nicht. Also ich glaube jetzt nicht, dass da grüne Menschen durchs Weltall tun. Aber hätten Sie denn Lust, mal so einen Flug ins All? Ist ja mittlerweile möglich, wenn man das passende Kleingeld hat. Ich bin eher so der Typ, der gerne den Erdboden unter den Füßen hat und nach oben guckt. Nochmal zu dem Projekt, zu der